Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Motorvlog. Heute geht es mal um ein sehr beliebtes Thema. Und zwar, das ist die KTM XC 125 alltagstauglich. Kolbenwechsel, das ganze Zeug, Verschleiß, Verbrauch. Einfach rundum, ob es alltagstauglich ist. Vorab sage ich schon mal, viele haben einen schlechten Eindruck, weil man hört halt oft von den KTM-Händlern, dass die XC nichts für die Straße ist, aber auch gar nichts. Gerade wegen dem Verschleiß und weil sie halt einfach nicht auf die Straße gehört. Die XC ist eine Wettbewerbs-Enduro, also eigentlich nichts für die Straße, aber das sehe ich nicht so. Man muss schon sagen, man braucht schon verdammt viel Geld. Allein der Verbrauch, ich sag mal, ihr kommt mit einer Tankfüllung. Ich glaube, noch Baujahr 2011 hat den 9, irgendwas Liter Tank und die von dem neueren Baujahr haben ein bisschen mehr, aber ist ja egal. Ich komme circa mit 10 Liter komme ich ungefähr 150. Allerhöchstens 160 Kilometer, wenn ich echt so wie jetzt ganz gechillt fahre. Und das ist schon verdammt wenig. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr da mal ballern geht, dann seid ihr bei 70 bis 80 Kilometer. Und ich muss schon sagen, das ist verdammt wenig für den 125er. Aber man muss halt sagen, der Motor, der muss ja auch irgendwo seine 35 PS herbekommen. Ist halt zwei Takte, trinkt halt nur mal viel, so ist es. Ich werde auch gleich noch ein Plätzchen suchen, wo ich euch ein bisschen besser erkläre. Weil unterm Fahren, da vergesse ich immer viel und das Video ist schon wichtig. Von dem her stellen wir uns mal irgendwo hin. Da wäre es doch ganz geil. Viele von euch gucken das Video jetzt eh nur wegen dem Thema an und nicht wegen dem Fahren, deswegen chill ich mich jetzt irgendwo hin. Ja, ich habe keinen Ständer, deswegen muss ich improvisieren. Hebt. Also, boah, shit. So, jetzt reden wir mal Real Talk über die XC, ob sie denn wirklich alltagstauglich ist, meiner Meinung nach. Das ist meine Meinung. Andere vertreten halt ja eine andere Meinung, ist ja klar. Wenn ihr was wissen wollt, dann vertraut auf die Leute, die das Ding auch fahren. Es fahren ja nicht umsonst so viele die XC auf Supermoto. Das hat ja schon einen Grund. Und es ist halt nun mal geil, als 16-Jähriger eine XC zu fahren, die so viel Leistung hat, die einfach vom Aussehen, es ist einfach die geilste 125er vom Aussehen, finde ich. Da kommt auch nichts dran. Ich meine, eine 450er sieht genau gleich aus, nur halt ein anderer Motor und so. Verkleidung halt alles gleich, aber ja. Verbrauch habe ich schon angesprochen, also er kommt circa, ich habe mit Lactova jetzt mal ausgerechnet, dass wir, ja, ich sag mal normal gefahren, natürlich ein bisschen schnell manchmal. Ich glaube, das waren 7 Liter auf 100 Kilometer, das geht, aber wie gesagt, ihr kommt mit einer Tankfüllung höchstens wirklich so 150 rum. Also ich meine halt ganz leer, also ich fahre nicht immer auf Reserve und sage, yo, Sprit ist leer, Reserve gehen noch 20 Kilometer, glaub. Ja, das ist aber trotzdem nicht viel und ja, Verschleiß, viele fragen, was sind denn Verschleißteile oder was meint man damit? Verschleißteile sind einfach Teile, die abgenutzt werden nach der Zeit, zum Beispiel Kolben natürlich, Zylinder, Bläu, das ganze Zeug im Motor rum, Getriebe wird auch abgenutzt, aber das Getriebe, das hält schon. Luftfilter, Kette ist auch Verschleißteil, Ritzel, Kupplung, so Zeug ist einfach Verschleißteile, die, guckt mal, so, Classy Choice, unten in der Videobeschreibung, wer eins will, der kann sich eins kaufen, da muss ich auch noch ein Video drüber machen, aber, ja, da brauche ich halt die Zeit und auch ein paar Kollegen, die mir helfen dabei. Sprit ist bei der XC das schlimmste Problem. Das Tanken, das wird echt unterschätzt. Man muss echt verdammt oft tanken. Und das Problem ist halt dann noch das Öl. Das Öl kostet auch gut. Ich fahre jetzt eigentlich echt ein sehr günstiges. Und ich muss euch sagen, ihr braucht nicht das teuerste Öl kaufen. Das ist keine
Hochleistungsrennmaschine. Klar, wenn ihr auf die Rennstrecke wollt, dann könnt ihr schon richtig gutes vollsynthetisches Öl tanken. Und würde ich auch empfehlen natürlich, also keine Frage, vollsynthetisches ist eigentlich schon wichtig, aber ja, wenn man das Geld nicht hat, so wie ich, dann muss man halt das Billige nehmen. Öl kostet ein Liter, ein gutes Öl, 17, 18 Euro. Wirklich ein sehr gutes Öl, was man eigentlich nicht braucht. Um die 24, da hatte ich mal eins. Macht keinen großen Unterschied, deswegen ist egal. Dann kommen wir mal zu den Verschleißteilen. Also Kolben. Die beliebteste Frage bei der EXC, wann muss man denn den Kolben wechseln? So, ich zeige euch jetzt mal. Ihr seht hier jetzt, hier ist alles ölig. Das ist immer noch, weil mein Scheiß wellendicht drin, undicht ist. Also lasst euch da nicht beeinflussen. Das wird bald gemacht. Und ja, die Felgen, die lasse ich, glaube ich, noch pulvern, dass wieder alles schön wird. Im Winter wird die eh wieder schön hergerichtet. Ja, also Zylinder. Also ich muss sagen, dass das ganze Zeug am Motor eigentlich nicht für die Straße ausgelegt ist. Gerade das Getriebe ist nicht so für schnelle Geschwindigkeiten ausgelegt, denke ich jetzt mal. Beziehungsweise für lange schnelle Geschwindigkeiten. Der Kolben natürlich auch, deswegen braucht ihr den Lastwechsel. Also ihr könnt nicht immer durchgehend 140 fahren oder so. Dann nach 2 Minuten oder nach 1 Minute ist vorbei. Ja. Dann sagt der Kolben Tschüss oder irgendwas anderes, weil es nicht mehr packt. Ich habe meinen Kolben jetzt echt verfickt lang drin. Ich habe den, ich glaube jetzt sind es 180 Stunden. 180 Stunden. Ist schon echt viel. Also man muss auch sagen, ich fahre echt geschont. Ich heiz echt rum. Also wirklich brutal eigentlich. Deswegen denke ich mir, wie kann er das aushalten? Aber jetzt könnt ihr mal sehen, dass der Kolben schon gut was aushält. Man muss richtig fahren. Lastwechsel muss man fahren, keine Motorbremse. Warum keine Motorbremse? Das Video findet ihr rechts oben bei dem i, da könnt ihr draufklicken, dann kommt ihr zu dem Video, warum man keine Motorbremse bei der EXC benutzen sollte. Könnt ihr danach angucken. Kolben, 180 Betriebsstunden ist er drin. KTM schlägt, glaube ich, irgendwas mit 40 oder so vor, aber es hat auch einen bestimmten Grund, warum die 40 vorschreiben, denke ich mal. Weil es ist ja eigentlich eine Wettbewerbsenduro und beim Wettbewerb sollte die ja immer perfekt laufen. Deswegen wird da halt alles dran gemacht, dass sie bei jedem Rennen zum Beispiel oder halt nach ein paar Betriebsstunden, 40, dass man da einfach den Kolben wechselt, dass die wieder volle Power hat. Jetzt habe ich es. Und ja, aber ich würde sagen, ein Kolben hält auf der Straße, wenn man richtig fährt, schon um die 150 Betriebsstunden aus. Es ist immer verschieden. Es kann sein, dass er nach 20 frisst. Es kann sein, dass er nach 200 frisst. Okay, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Das ist schon verdammt viel. Aber ja, ich sag mal so, zwischen realistische 80 und 150 Betriebsstunden kann der Kolben ab. Und ja, Zylinder sollte man eigentlich, kommt drauf an, wie er aussieht, ob der Kreuzstift noch vorhanden ist, ob Riefen drin sind, den sollte man nach jedem Kolben wechseln eigentlich holen lassen. Kostet auch nicht viel, würde ich machen, echt nur auf Nummer sicher zu gehen, dass alles wunderbar läuft. Und dann gibt es halt noch, ja, Pleuel und die Lager und Kurbelwelle, was so meiner Meinung nach zwischen 10 und 15.000 Kilometer eigentlich komplett alles gewechselt werden sollte. Das heißt, ja, Bläuel, Kurbelwelle, die ganzen Lager dazu. Kupplung würde ich auch, bei der EXC schon eigentlich nach 10.000 Kilometer mal die Kupplungsscheiben wechseln. Je nachdem, wie die Kupplung halt ist, ist ja klar. Und bei mir zum Beispiel, ich sag mal so, mein kompletter Motor ist eigentlich Gulasch. Der hält nicht mehr viel aus, der hat schon verdammt viel durchgemacht. Man hört die Lager schon, der Kolben, der sieht nicht mehr normal aus. Also das ist eine Frage der Zeit, bis da mal irgendwas Tschüss sagt. Aber ich denke mal, das wird der Kolben sein. Ich werde Kolben wechseln, werde ich einfach den Zylinder holen, Kolben reinmachen. Und dann werde ich das noch so lang fahren, bis der Motor halt Tschüss sagt, bis Bläuel, Kurbelwelle, irgendwas, irgendein Lager verreckt. Dann kannst du eh den ganzen Motor aufbauen und dann wird direkt alles gewechselt.
würde ich auch empfehlen. Also wenn ihr, wenn das so wie bei mir ist, Kolben oder alles läuft eigentlich noch, aber man hört schon hier und da und du solltest Kolben wechseln, wechsel den Kolben noch, fahr den so lange, bis irgendwas am Arsch ist, dann wechselt alles. Und ich würde das immer am besten im Winter machen, dass man auf die Saison ja vorbereitet ist, oder am besten am Frühjahr sowas. Da muss man das nicht im Sommer machen. Getriebe ist so eine Sache, das hält schon aus, auf jeden Fall, aber ich denke auch nicht, das ist nicht für die Geschwindigkeiten ja gemacht, für die längeren Geschwindigkeiten und für das längere Fahren und so. Aber es geht. Ich muss ehrlich sagen, mein Getriebe ist Gulasch, wie es die Gänge da reinhaut. Und ich denke jetzt mal schon, dass da so 100 Milliliter Öl rausgegangen sind oder ein bisschen mehr von dem scheiß Dichtring. Aber das sind so Probleme, die werdet ihr einfach haben. Das ist scheißegal, nach einer Zeit kommen die. Meine KTM hat echt verdammt viele Kilometer runter, verdammt viele Betriebsstunden. Ich sag's jetzt nicht, ist auch nicht wichtig. Ein paar wissen's, aber ist auch egal. Da kommt halt irgendwann mal das ganze Zeug. Dann die Radlager, das sind auch Verschleißteile, die solltet ihr eigentlich auch so öfters mal wechseln. Ich habe jetzt keine genaue Betriebsstundenanzahl und Kilometeranzahl habe ich eh nicht. Das wird hier alles über Betriebsstunden gemacht, deswegen ich habe keine Kilometeranzahl. Ich weiß nicht, wie viele Betriebsstunden so und so viele Kilometer sind oder was weiß ich. Deswegen, sie hat einen Betriebsstundenzähler, einen Tacho, sie hat eine Uhr, sie hat eine Zeituhr, sie hat alles. Das ist eigentlich, da ist echt voll viel drin, das kann man gar nicht glauben. Noch als Info, Baujahr 2011, wer es wissen will. Und jo, was noch wichtig auf der Straße ist, natürlich die Sumos, die Supermoto-Felgen. Die müsst ihr natürlich eintragen, ist klar. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Was ich noch machen würde, wenn ihr auf Supermoto umbaut, eine andere Bremsanlage oder eine andere Bremsscheibe, eine 320er. Wenn ihr das Geld habt, dann eine gute Bremsanlage, eine Behringer oder Motormaster oder irgendwas in die Richtung Brembo, 4 Kolben, 6 Kolben, 8 Kolben, Alter, was weiß ich. Würde ich auf jeden Fall machen. Noch sehr wichtig ist das Kettenrad. Das Original könnt ihr so nicht auf der Straße fahren. Klar geht's, aber ihr seid dann innerhalb 5 Sekunden schon im Topspeed. 110 km/h ungefähr. Hat, glaubt, das Standardritzel. Das glaubt 50 hinten, 30, 13 vorne. Das, da geht's echt nicht schnell. Ich empfehle 14,42, wenn ihr echt gechillt fahren wollt. Wenn ihr jetzt weniger Landstraße habt und so, mehr Bergpässe, würde ich fast 14,44 sagen. Da könnt ihr geil ballern oder 14,46. Aber sonst, ja, ich habe 14,40, weil bei mir schon ziemlich viel Land. Deswegen länger übersetzt. Kann ich empfehlen. Wheelies gehen. Ja. Ich habe noch keine 320er, dafür habe ich das Geld noch nicht. Kommt aber noch. Der Getriebeölwechsel. Wenn ich mal auf eBay gucke und so gebrauchte XCs angucke und da steht drauf, Getriebeölwechsel irgendwie zweimal jährlich durchgeführt, dann denke ich mir auch, nein. Ich sag mal so, Getriebe ist schon verdammt wichtig, weil kein Mechaniker hat Bock, ein Getriebe auseinanderzubauen und wieder zusammenzubauen. Das hat da keiner Bock drauf. Deswegen passt auf euer Getriebe auf. Ich mache Ölwechsel alle 40 Betriebsstunden, 30 bis 40 Betriebsstunden, gerade auf der Straße würde ich schon so 30 Betriebsstunden sagen, weil das Getriebe natürlich mehr belastet wird, länger belastet wird und so. So, Fazit ist, die XC für die Straße geht auf jeden Fall, ist kein Problem, aber ich würde sagen, das bockt sich nur, wenn man Geld hat, wenn man ein bisschen Ahnung hat, so zum Beispiel, wie fährt man richtig. So, also ohne Motorbremse, natürlich braucht man nicht übertreiben, aber Lastwechsel zum Beispiel, das ist klar, das sollte jeder wissen. Das macht schon verdammt Spaß, aber man braucht auch, ja, wie gesagt, Ahnung, Geld, man braucht Zeit, weil es kann mal sein, wenn irgendwas kaputt ist, dann habt ihr so ein Geschisse. Alter, ich hatte letztens wieder, anderes Thema, gar keinen Bock. Das müsst ihr halt im Kopf haben, so, jo, da kann immer was kaputt gehen und ich muss da Bock drauf haben, ich muss da Zeit haben. Oder jemand, der es für mich macht oder irgendwie. Und vor allem braucht ihr einfach Bock auf
die Maschine. Wenn ihr jetzt sagt, so, ja, Verbrauch und so, Verschleiß, Kolbenwechsel hier und da, dann wird es nichts. Dann lasst es einfach. Wenn ihr direkt sagt, Alter, ja, voll Bock auf das Ding, scheiß drauf, bisschen Kolben wechseln, da Öl, hier ein bisschen, Alter, dann kauft euch das scheiß Ding. Klar ist es teuer, aber die hat so gut wie keinen Preisverlust. Also ihr könnt da, ihr kauft eine, zum Beispiel eine 215er Six Days für 7.000 mit Supermotorsatz und so, dann könnt ihr die noch easy für 6,5 oder so verkaufen. Das ist gar kein Ding. Wenn ihr viel Kilometer runter habt, das ist wichtig, wenn ihr welche kauft oder wenn ihr eine kauft, dass ihr Rechnungen habt. Weil wenn der Motor komplett überholt ist, dann hat die ja so gesagt 0 Kilometer. Es gibt echt viel drüber zu erzählen. Ich denke, das war jetzt mal das war das meiste. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen oder irgendwie ja, was falsch erzählt. Ihr könnt gerne noch scheiße, mein Blinker hängt. Ihr könnt gerne noch unter die Kommentare schreiben, was ihr wissen wollt. Ich habe bestimmt noch was vergessen. Aber ich denke mal, das Wichtigste habe ich. Kolbenwechsel, Getriebeölwechsel. Sonst kann ich nur sagen, geilstes Bike für den A1. Ich werde bald auch noch Top 5 machen. Meine Top 5 A1 Bikes. Und kann ich schon mal sagen, die XC ist auf Platz 1. Oh fuck. Das war schon verdammt steil. Schnell noch ein bisschen warm fahren. Auch noch so eine Sache, warm fahren bei der XC. Zweitakter sind generell schnell warm. Also macht euch da keine Sorgen, dass ihr jetzt eine halbe Stunde warm fahren müsst. Lasst ihr im Stand 2 Minuten laufen. Fahr 50 Meter. Und dann kannst du immer langsam mehr Gas geben. Das ist gar kein Ding. Und noch so eine Sache, die XC ist verdammt laut, also wirklich verdammt laut. Da müsst ihr aufpassen, wenn die Dämmwolle mal ein bisschen draußen ist, dann wird es echt kritisch, wie bei mir. Auf Videos denkt man es echt nicht, aber ich würde schon sagen, manche A2-Bikes kommen da echt nicht dran, weil Zweitakter, die schreien halt einfach. Und die XC, die hat nicht so den typischen Zweitakt-Sound, so das Deng, 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 sondern einfach, das ist stumpfer alles. Bei der XC ist da alles stumpfer, da hört man, dass da richtig Druck rauskommt. Bei einer DT zum Beispiel oder so, da hört man noch so das, ja, keine Ahnung, da, wie soll ich es erklären, hier hat man einfach den Druck. Aber ist auch scheißegal. Oh fuck, was war das für ein Viech? Shit. Für die 125er reicht's auf jeden Fall. Schneller als so manche ab 2 Bikes. Und noch eine Frage, wie viel PS hatten die XC genau? KTM sagt zwischen 35 und 38 PS am Hinterrad. Ja, da gibt's Dinos und so, wo die 25 hat oder so, aber KTM selber, ich habe mal noch so ein Bild gesehen, da hat jemand eine E-Mail geschickt und so, und die haben zurückgeschickt 35 bis 38 PS. Es kann auch sein, dass sie, meine jetzt 30 hat wegen dem Kolben und so, es kann auch sein, dass andere mehr haben oder so, keine Ahnung, ist auch scheißegal. Von dem her wünsche ich euch einen schönen Tag, ich hoffe, jetzt haben sich die Fragen endlich mal beantwortet. Teilt das Video an eure Kumpels, die würde das ganze Zeug halt wissen wollen. Und jo, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und man sieht sie.